Hi Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Stadionblog von mir, dem ersten im neuen Jahr. Heute nicht beim Fußball, sondern beim Eishockey. Heute spielen die Kölner Haie gegen die Augsburger Panther, allerdings im Müngersdorfer Stadion. Und für mich auch was ganz Neues, Eishockey in einem Fußballstadion, und mal gucken, wie es wird. Ich gehe jetzt hier noch ein bisschen durch die Stadt, hole mir noch was zu essen und dann mache ich mich langsam auf den Weg zum Stadion. Ich habe ja mal erzählt, ich bin ja ein Fan oder ein Liebhaber von den klassischen Hard-Tickets. Und im Eishockey existieren sie ja noch. Und was passiert mir? Ich habe das Ticket tatsächlich irgendwo verloren. Ich bin jetzt den Weg nochmal komplett zurückgelaufen. Auch an Abgabestellen wurde nichts abgegeben. Ja, jetzt musste ich mir das Ticket tatsächlich neu kaufen. Habe jetzt eben nur ein mobiles Ticket. Naja, aber es ist Eishockey, da zahlt man gerne mal ein bisschen mehr Geld. So, da ist es. Das Haifischbecken für heute. Köln-Müngersdorf. Vielleicht noch einmal kurz zur Erklärung. Während die Fußball-Bundesliga immer in der Winterpause ist, wird in Köln oft im Fußballstadion gespielt. Das machen auch andere Mannschaften immer wieder. Und das ist dann das sogenannte Wintergame in der Regel oder einfach ein Eishockeyspiel im Stadion. Ich bin mir nämlich gerade nicht ganz sicher, ob das auch offiziell Wintergame genannt wird heute. Und in Köln gibt es tatsächlich eine langjährige Eishockey-Tradition. Das ist tatsächlich nicht nur eine Fußball-, sondern auch eine Eishockey-Stadt. Das gibt es auch zum Beispiel in Düsseldorf oder Mannheim. Wie steht's denn eigentlich bei euch? Seid ihr auch Eishockey-Fans? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Hier haben wir Heinz Flocke-Flohe, ehemaliger Mannschaftskapitän der Double-Mannschaft von 1978 vom 1. FC Köln. Hier hat auch einst ein gewisser Lukas Podolski früher gespielt. So, wir begeben uns jetzt hier zur Hans-Schäfer Südkurve. Es ist diesmal ein Stehplatz und ich guck mal, wie viel ich da auf der Kamera festhalten kann. Weil der ein oder andere weiß vielleicht, wie es mit Kameras im Stehplatzbereich ist. Ich bin jetzt hier drin angekommen und warte jetzt hier noch ein bisschen auf meine Gesellschaft, die auch gleich kommt. Und dann gehen wir alle zusammen in den Block. Und ich freue mich. So, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, zunächst mal, ich liebe diesen Becher. Und wisst ihr, was in diesem Becher drin ist? Nein, kein Bier, es ist Fassbrause. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt, aber ich liebe die Fassbrause, die hier im Stadion hier fließt. Da vorne sind sie fleißig am Warmmachen. Und so sieht das Ganze dann hier aus. Da kam jetzt eben eine Durchsage. Der Eismeister, der Haie, hat uns wohl verlassen. Schade. Aber so ist das Leben manchmal. So, jetzt läuft hier die Vereinshymne.
Mannschaftsaufstellung. Da oben sehen wir auch noch einmal den Auswärtsblock, einfach im Oberrang. Der eigentliche Auswärtsblock ist hier die Ecke, aber wenn Fußball ist. Da kommen sie! Ja, Mann. Da kommen sie! Alle! Oh, das ist schon Gänsehaut. So, die Gäste kommen rein. Aus Augsburg, die Panther. Hier nochmal Starting Six, die Startaufstellung. Jetzt losgegangen. Auf geht's! Schalalalala, schalalalala, Osterstadt mit K. Die singen einfach Stadt mit K hier auf der Tribüne. Wahnsinn. So, das erste Drittel nach 20 Minuten ist vorbei und es steht 0-0 zu spielen. Das Tempo ist nicht besonders hoch. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Jetzt erstmal 15 Minuten Pause. So, jetzt fahren die hier mit irgendwelchen Sachen, Schlitten oder sowas. So, da kommen sie jetzt zum zweiten Drittel, die nächsten 20 Minuten. Es ist gerade ein Tor gefallen und es wird direkt aberkannt durch Videobeweis. Was soll das? Wir waren gerade kurz alle außer Rand und Band und direkt wieder aberkannt. Das gibt's doch nicht. Unfassbar. Aber wie wir sehen, nicht nur im Fußball, auch im Eishockey kann das ein Stimmungskiller sein. Es wird aber noch überprüft. Also es ist noch nichts durch. Aber es zieht sich und zieht sich. Aber im Eishockey ist man das schon länger gewohnt. Ja, aber ich würde jetzt gerne ein bisschen Eishockey gucken. Ja, die Zeit vergeht. Stehen wir hier schon seit 5 Minuten. Ja. Und das dauert und dauert. Jetzt gehen auch schon Pfiffe los. Das kann nicht sein. Also schön ist es nicht mehr. Da können sie noch so viel Karnevalsmusik hier spielen. Zählt nicht. Das Tor zählt nicht. Das machen hier ganz viele. Ist wohl hier eine Tradition. Ja, da muss man natürlich auch mitziehen. Erstes Tor ist gefallen.
für die Gäste aus Augsburg. Also, 1-0 für Augsburg. Aber die Fans gehen weiter im Vollgas. Der Torschütze mit der Nummer 28 neue Spieler. Go. Die Kölner Haie haben getroffen. Es steht 1-1. Und alle sind aus dem Häuschen. Das ist Wahnsinn. Und sie drehen das Spiel. So, Ende des zweiten Drittels. Jetzt gibt's die letzte Pause. Und es steht 2-1 für Köln. Und ich kann nicht glauben, was ich hier vorhin gesehen habe. Einfach Wahnsinn. So, da kommen sie zum letzten Drittel. Auf geht's! Wurde hier eben die Zuschauerzahl bekannt gegeben. 14.915 sind heute hier und gucken Eishockey. Nach einem ganz schweren Fehler von den Haien steht es jetzt 2-2. Die Augsburger haben ausgeglichen. Aber wir haben ja noch ein bisschen. Patchen ist auch da. Saki! Da steht jetzt auch der Oberrang auf und alle machen mit.
steht das ganze Stadion. Zumindest die, die da sind. Alle Kölner stehen. Und es ist nicht mehr lange zu spielen. Scheint entschieden zu sein. Aber mal gucken, es ist noch 1 Minute 17. Das ist noch sehr viel im Eishockey. Wieder war das Tor leer. Es steht 5:2 für Köln. Und es sind nur noch 8 Sekunden zu spielen. Das dürfte es gewesen sein. Spaß! Oh Mann! Vorbei! Spiel ist vorbei! Da stehen sie alle. Der Sieger heute heißt KIC. Und es hört sich an, als hätte der 1. FC Köln gerade ein Tor geschossen. So, da sind sie, die Gewinner. So, ich muss mich jetzt tatsächlich doch ein bisschen beeilen, damit ich hier noch rechtzeitig wegkomme. Ich habe es jetzt endlich zum Bahnhof geschafft, musste mich gerade ein bisschen beeilen. Man muss dazu sagen, dass die Stimmung jetzt im Stadion nicht die war, die man eigentlich aus der Lanxess Arena in Köln kennt. Und von dem her ist das eine andere Stimmung als normalerweise. Aber nichtsdestotrotz, es war auf jeden Fall ein hammergeiles Spiel und ja, auf jeden Fall, Eishockey ist immer eine Reise wert. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.